Servus, da sind wir wieder. Willkommen zurück zu Monsterkloppe World. So. Genau. Wir sind heute zu zweit und zwar mehr oder weniger war dieses, weiß ich nicht, was man das heute nennen kann, Tutorial für mich gedacht, weil ich mich jetzt erstmal noch bei Monster Hunter World zurechtfinden muss. Mir erst nochmal alles angucke, Menüstruktur und so weiter. Das habe ich jetzt gerade schon mal offscreen gemacht und dabei auch hier die ganze Stadt, die Mechanik, die Geschichte, wie man hier Sachen bastelt und all sowas. Und ja, mehr oder weniger dafür ist es gedacht. Und damit das nicht komplett offscreen ist, nehmen wir es mit auf. Genau, und vielleicht ist ja gleich, wenn du ja eine Waffe bzw. eine Rüstung mal gemacht hast, auch vielleicht noch die eine oder andere Quest mit bei, weil ich gehe mal davon aus, dass da ein oder andere Rüstungsteil dir fehlt. Das wird es. Ich denke, wir werden auch eine Quest auf zwei machen, genau. Wow, die Katze ist klein. Ich spreche jetzt mal mit Arena-Mädel, weil die hat ein Ausrufezeichen. Ja, Arena-Mädel, das, dafür haben wir, glaube ich, schon. Also eine Arena ist, wir werden mit einem bestimmten Monster irgendwie in die Arena geschmissen mit vorgegebener Rüstung und Waffe. Also ah, okay. nicht unsere eigene Scheiße. Okay. Neue Quest bekannt machen? Ne, will ich nicht. Aber jetzt habe ich zumindest mit der gesprochen, das Ausrufezeichen ist weg. Jetzt habe ich hier oben kein Ausrufezeichen mehr, also gehe ich mal in die Kantine. Ich muss jetzt mit dem Kommandanten reden. Was hast du eigentlich als aktuelle Aufgabe? Ebenfalls mit dem Kommandanten reden. Okay. Weil das mache ich nämlich jetzt mal. Ich komme gleich sozusagen mit dazu. Ich frühstücke nochmal gerade hier ein bisschen was ab. Ja. Fünfter Bro. Was zur Hölle? Ich nutze diese kleine Verzögerung und schütte mir was zu trinken. Ich weiß, vor 2 Minuten haben wir noch nicht aufgenommen, hätte ich das machen können, aber ich mach das jetzt. Mach mal, alles gut, kein Stress. Habe ich sowieso nicht. Mir fällt aber ein, und ich glaube, das wird jetzt ein bisschen laut. Ich habe hier noch Chicken Nuggets und Yuppie-Soße. Oh. Oh ja. Wow. Ich muss mal politisch korrekt werden, langsam aber sicher. Warum? So, jetzt habe ich... Nee, ich habe gerade schon wieder eine Kameraansicht verfolgt von jemandem und ja. Hi. Ich habe jetzt hier eine Lieferanfrage aufgenommen. Jetzt muss ich mal gerade gucken, ob ich das irgendwo sehen kann in meinen Quests oder so. Quest-Info. Nee, kann ich nicht. Wunschliste, Jägernotizen, Ressourcenzentrale. Lieferanfragen, da. So, eine Lieferanfrage habe ich. Angefragte Objekte, Forschungspunkte. 100 und Besitz 450. Also Forschungspunkte ist eine Art Währung für Forschung. Genau, und die kriegst du, indem du Quests machst. So, und dann habe ich Mosswine Mooshaut. Davon brauche ich einen und habe 0. Und dafür kriege ich, wenn ich das Ganze ablöse, eine Belohnung. Das ist der Königstrüffel. Damit okay. Kannst du schon irgendeinen Trank machen. Hast du gut gemacht. Genau. Jetzt gehe ich nochmal zur Kantine. Geld bezahlen mit Punkten bezahlen, Ofenbraten und Gesten. Warum hat der denn ein Ausrufungszeichen? Weil der irgendwas von dir will. Wir werden das schaffen. Ein dringender Auftrag für die Fünfte. Partner, du solltest besser mal bei mir vorbeischauen. Okay. Hey du. So, ich esse jetzt erstmal was. Also in-game und dann bin ich schon bereit für die nächsten Quests. Ja. Wie ist das jetzt nochmal mit dem Essen in-game? Ich bezahle ja jetzt mit Geld, das heißt, der nimmt seine Zutaten dafür und ich muss da keine Zutaten für opfern. Genau. Und der Effekt, den ich dadurch bekomme, den nehme ich nur mit in die nächste Quest und dann ist die wieder vorbei. Genau. So. That means, dass das Fleischgericht eigentlich das Beste ist. Was will er dafür haben? Sehe ich das irgendwo?
Zahlungsmethoden, Geld, 100 Z. Was bedeutet dieses Z? Z ist die Geldwährung. Okay, hat das dann irgendwie einen speziellen Namen oder ist das einfach Z? Nee, Z. Keine Ahnung, ob das einen bestimmten Namen hat. So, dann lasse ich jetzt mal ein Fleischgericht für mich produzieren. Ja, esse ich jetzt auch. Alter, wenn meine Katzen für mich so das Essen machen würden, ne? Oh Junge, ich würde die Katzen hart abfeiern, ne? Wow, ich bestelle mir ein Fleischgericht, die legen ein Stück Fleisch und ein Stück Fisch auf den Grill und ich kriege aber nur den Fisch, offensichtlich. Also das sind Katzen, die auch noch betrügerisch sind. Ich find's cool. Ah, man kann direkt zu dem hingehen. Ja, ja, man kann um den Tisch herum. Hey, Partner! Pucke-Pucke-Jagd. Na, ich weiß nicht, ob wir das jetzt gleich noch machen wollen. Willst du das machen oder wollen wir das später mit Ralf machen? Ja, lieber später mit Ralf. Das klingt nach was Großem, Schweren. Lass mal eine kleine Sache mal anfangen heute. Na dann, ab zur Schmiede und dann können wir ja mal gucken, was du für Sachen brauchst. Ja. Warte mal, jetzt habe ich... Ich finde das ja blöd, dass die Dialoge nicht komplett gelesen werden, ne? Bin ich ehrlich. Weil dadurch geht mir das verloren. Ich muss das alles lesen und... Ja. Bist du interessiert daran, die Kartine von... Ah, okay. Das heißt, immer wenn ich für die Lieferanfragen erledige, kriegt man auch ein umfangreicheres Menü angeboten. Okay, das verstehe ich. Der sagt jetzt, ich soll das erstmal erfüllen. Kümmere dich darum. Ach, jetzt habe ich erst die Quest. Okay. So. That means I will take a look in my Quest-Info. Wieso kann ich denn hier keine Quest? Nur verfügbar, wenn auf einer Quest bist. Okay. Jägernotizen. Ressourcenzentrale, Beutezüge, Lieferanfragen. Untersuchungen. Beutezüge. Also ich würde auf jeden Fall gleich gerne ein bisschen durch Gebiete ströfen und Sachen finden und looten. Ja, wir können ja gerne auf Yakras Jagd gehen. Uns von den Viechern die Sachen einsacken. Und dann kannst du ja von denen dann die erste Rüstung bauen. Ja. Wäre doch eine Idee, oder? Das klingt auf jeden Fall interessant. Jetzt war ich hier, Luftschiff-Ingenieur war ich schon. Schmiede gucke ich jetzt nochmal gerade. Schmiedemeister, zweite Flotte. Mhm. Hey, Papa! So, Ausrüstung schmieden. Ausrüstung verbessern. Kaliko-Ausrüstung schmieden, Bogengewehr umbauen, Insekten verwalten, Ausrüstung ändern. Pass auf, ich will Ausrüstung schmieden. So, das Schmieden von Ausrüstung. Die meisten Waffen können allerdings nicht über Ausrüstung schmieden hergestellt werden. Stattdessen musst du zuerst eine Ausgangswaffe herstellen. Okay. Ausrüstungsfähigkeiten, okay. Waffenrüstung. So. Jetzt habe ich nämlich nicht nur das Startset Leder und Startset Ketten, was ich ja trage, sondern jetzt habe ich auch noch weitere Gegenstände. Sehr schön. Jägerset, Knochenset, Kestodon-Set, Jagras-Set, Hulu-Set. Okay, ich verstehe. Das heißt, es gibt für jedes Vieh, was wir erlegen von der Rasse her, ein Set an Rüstung. Fast, ja. Okay. Okay, ich denke mal, die unterscheiden sich. Ah, doch, die unterscheiden sich schon. Das Kulo-Set wäre jetzt das Beste von den bisherigen verfügbaren. Aber die Attribute sind anders. Das Kulo-Set ist nicht gut gegen Wasser. Gegen Eis hat es einen Vorteil.
ich habe eine Quest angenommen, ne? Ja. Passwort ist 1234. Ja. Kannst du dann entweder an der Tafel oder bei der Wildtier-Expertin in der Kantine annehmen, ne? Ah, okay. Mhm. So, ich baue mir jetzt das Knochenset, glaube ich. Ja, warte, ich würde deine Kettendings erstmal behalten. Wir gehen dann jetzt in die Yagras Jagd und erjagen da mal ein bisschen was. Wenn du dann da die Ressourcen hast, kannst du dir dann gerne die Yagras-Rüstung machen, weil die ist nämlich besser als die Knochenrüstung. Genau, also ich guck mal hin, weil die Jägerrüstung ist die, mit der oder für die man Yagras Sachen braucht, und die ist tatsächlich etwas schlechter von den Attributen. Die Knochenrüstung hat zwei weitere Attribute, die ist gegen Drachen, gegen Donner und gegen Feuer gut, und die Yagras quasi, also die Jägerrüstung, die mit Yagras gebaut wird, nur gegen Feuer. Und, oh ja, und gegen Wasser, okay. Ich hatte auch überlegt, die Kudu-Rüstung direkt anzugehen, weil die hat 10 Verteidigungspunkte, aber die hat minus 3 bei Wasser und dann nur 1 gegen Eis, also... Ja, es ist die Sache, ne? Es gibt ja viele verschiedene Monstertypen und du kannst halt nicht jede Rüstung mitnehmen gegen jedes Monster. Das funktioniert nicht. Kann man denn Rüstungen im Nachhinein auch noch aufwerten? Klar. Es gibt sogar später von jeder Rüstung oder von fast jeder Rüstung sogar noch eine Plus-Variante. Ja, pass auf, ich mache jetzt für den Anfang erstmal... Ah, diese Herstellungsvideos sind cool. Ich mache jetzt von der Knochenrüstung erstmal ein Exemplar quasi. Die Jungs freuen sich voll, wenn ich denen Aufträge gebe. Ich finde das cool. So, jetzt noch die Hose und die Stiefel. So, jetzt sehe ich irgendwie aus wie Ralf, aber das macht nichts, weil es sieht episch aus. Das stimmt. So. Kannst du die Quest dann annehmen und dann gehen wir auf die Jagd. Ja. Jedes Rüstungsteil besitzt eine Stufe. Durch Verwendung von Rüstkugeln kannst du Punkte erhalten, um die Rüstungsstufe zu steigern. Okay. Ah, okay. Das ist cool. Was denn? Jetzt weiß ich, wie man die Rüstungen aufwerten kann und wie das genau funktioniert. Du nimmst diese Rüstkugeln und kannst du auch direkt mehrere Rüstkugeln auf ein Rüstungsteil anwenden und siehst dann auch direkt, wenn du so und so viele Rüstkugeln anwenden würdest, was du dann rauskriegst. Das ist cool, das ist eine Erneuerung, die gibt es so. Oder gab es so bis jetzt nicht. Dann gehe ich jetzt tatsächlich ganz kurz hin, zack, verbessern, jawohl, bezahlst noch 40 Cent mit dazu und dann hast du die Verbesserung. So, dann auch hier. Mensch! Zack.
Zack. Jetzt habe ich 4 von 5 Rüstungsteilen direkt kurz aufgewertet. So. Wo gebe ich das nächste Ausrüstungszeichen, weil da sind nicht mehr viele von übrig, ich will die nur kurz abklappern. Wenn ich nämlich jetzt irgendwelche Sachen noch beiläufig erledigen kann, während wir gleich unterwegs sind, dann ist das ja nice. Ja. So, hier ist der Markt, da sind noch 2. Das ist einmal die Küperin. Ich habe das nicht, okay. Megatränken, okay, ja. Bevor er wieder auffällt. Okay. So. Neue Lieferanfrage. Ein Megatrank. Ich habe 4 im Besitz. Ja, hey, das kann ich schon direkt abgeben. Mein Controller ist aus. Okay. Strom leer? Ich hab den ja eigentlich angeschlossen. Okay. Funktioniert jetzt wieder. Ich hab das Kabel nochmal raus und reingesteckt. Mhm. Komisch. Mikrofon muted. Ah. Lieferung abgeschlossen. So, Ausrufezeichen ist weg. Kluger Biologe. Mikrofon activated. Der kluge Biologe ist cool. Mhm. Okay, wenn man Sachen fängt, dann, also lebend fängt, kriegt man mehr Belohnung dafür. Ja, aber rat mal warum. Ja, weil es schwerer ist, ne? Mhm. Der für Ökologe, Dankeschön. Der hat nichts für mich. Dankeschön. Ja, warte mal eine Sekunde. Sehe ich denn? Ah, jetzt kann ich. Wow! Oh, 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 du hast das hinbekommen! So, ich müsste nur mal kurz. Jemand am Anfang, der mich über das Steam-Overlay gerade angetextet hat. Man sieht es aber irgendwie auch nicht in der Aufnahme. Ja. Ich habe nur das Geräusch gehört. Was ich ganz gut finde. Ja, natürlich, klar. Nur habe ich das jetzt mal erwähnt, nicht, dass man sich fragt, warum ich da rumstehe wie ein Depp. So, Anführer des Feldteams. Mit dir kann ich sprechen. Hast dich schon daran gewöhnt, wie die Dinge hier laufen? Notleuchtzeichen, jawohl. Mhm. Jawohl. So, jetzt habe ich, glaube ich, alle Ausrufezeichen gemacht. Kommandant spreche ich jetzt kurz an. Mach das und dann...